bin ich doch ziemlich hippie-mäßig mit meinem Outfit of the Day geworden, ne? Naja, den Gürtel habe ich, glaube ich, schon seit, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren. Ich finde den großartig. Ja, das ist eine Halara Leggings. Da kann ich hier nämlich mein Handy reinpacken. Entspannte Hausschuhe. Das Kleid habe ich, glaube ich, mal von Shein in Kooperation bekommen. Das ist ein Top von H&M. The show must go on. So ist das Thema irgendwie so ein bisschen, weil wir sind alle drei... Vier, Sammy auch tatsächlich, noch nicht ganz wieder heile von dem ganzen Magen-Darm-Gedönsen, was wir jetzt so die letzte Zeit mit uns rumgeschleppt haben. Aber Schatzi ist wieder arbeiten. Ich bin sowieso die ganze Zeit im Arbeiten gewesen, aber werde jetzt auch wieder richtig aktiv filmen und so. Hab mir dafür auch extra mal wieder die Nägel lackiert, weil ich dann doch das ein oder andere Mal mehr im Dreck gewühlt habe und meine Fingernägel doch sich in Wohlgefallen aufgelöst haben, also mein Nagellack und so. Wobei meine Fingernägel auch. Ja, genau. Es ist schon, ja, 2 Uhr. Und ja, wir haben eigentlich hier den ganzen Tag nur so ein bisschen... langsam anfangen lassen. Also Julius und ich, Schatzi hat halt ganz normal gearbeitet. Wir sind gerade schön spazieren und ich weiß nicht, ob man das da hinten sehen kann. Da sind ein paar Rehe. Nee, da nicht, das wäre der Himmel. Da sind ein paar Rehe. Und hier haben wir Mr. Wow, der Sammy, der sich durch die Gegend schlawinert und hoffentlich nicht Richtung Rehe läuft. Die liebe Sabine ist heute da. Julius wird nicht gefilmt, der freut sich aber auch. Da hinten ist ein Bauernhof. Genau. Und jetzt machen wir noch etwas weiter mit unserem Matschspaziergang im Frühling, wie sich das gehört. Ein bisschen frische Luft tanken, ein bisschen Vitamin D. Das tut so gut. Wir haben auch schon ein paar Ostergeschenke gefunden. Der Osterhase war nett. Genau. Für die ganze Familie ist das nicht süß. Leute, die Nächte sind wirklich unheimlich kurz tatsächlich, aber wir schaffen das schon. Ich habe jetzt eine Kooperation und das möchte ich euch einfach gerne mit in diesem Video zeigen, mit Flexispot wieder, denn ja, Flexispot und ich, wir sind so und... jetzt haben die ganz, ganz neu richtig geile Sachen im Sortiment, was einfach so gut für meine persönliche aktuelle Situation passt. Und zwar so Chill-Sessel, Relax-Sessel. Und die gibt es auch meines Wissens nach sogar mit Massagefunktion. Wir haben uns einfach mal gegen die Massagefunktion entschieden. Warum auch immer, dieser Sessel soll nicht in unserem Schlafzimmer zukünftig stehen, was er jetzt aktuell tut, sondern bei Julius im Zimmer. Wir haben uns halt gedacht, dass es richtig cool wäre, dass man sich einfach mal was gönnt, wenn wir halt nachts aufstehen müssen, um ihm halt das Fläschchen zu geben oder sonst irgendwas. Und warum dann nicht ein bisschen Komfort dabei haben? Deswegen kam das einfach total passend, dass Flexispot auf mich zukam und sagte, Mensch, Claudi, hast du mal wieder Bock auf eine Kooperation? Ich sag, yo. Der passt farblich total gut zu unserer Couch eigentlich, was jetzt ja dann auch uns ziemlich viele Möglichkeiten gibt, dass wir den theoretisch dann in Zukunft auch bei uns ins Wohnzimmer stellen könnten, wenn wir das vielleicht ein bisschen anders stellen wollen oder so, ne? Weil der hat auch, also den gibt es in verschiedenen Farben. Wir haben den jetzt hier in diesem Dunkelgrau gewählt und ach, ihr seht es jetzt gleich im Einsatz. Okay, also wir haben zuallererst hier dieses Kissen, das ist so ein Stützkissen. Ne? Das brauche ich persönlich tatsächlich nicht, wenn ich in dem Sessel sitze, weil ich mich da halt richtig reinlümmel. Man hat hier auch die Möglichkeit, das Kissen zu waschen. Wir haben hier von außen demonstrativ schon mal ein bisschen was hingestellt. Ne? Hier kann man die Liegeposition ändern und dann haben wir hier noch einen USB-Anschluss. Das ist halt super, um das Handy zu laden und hier einfach mal ein Babyfläschchen. Das kann man dann nämlich da gut reinstecken. Ist eine recht große Tasche. Ne? Also da wird auch theoretisch ein Tablet oder, keine Ahnung, ein Laptop wird da auch wo reinpassen. Denn in meinen Vlog seht ihr mich immer sehr viel wuseln, aber wenig entspannen. Und ja, da kommt dieser Relax-Sessel wirklich sehr, sehr gut. Ja, zuallererst, ich trage ein Pyjama, ich komme frisch aus der Dusche, der lässt sich halt richtig toll drehen, wir haben ja auch schön mit Julius schon drin gesessen und wenn er halt in einer Normalposition ist, das ist auch ein total toller Schaukelstuhl, also das ist super entspannt, muss ich wirklich sagen. Das ist einfach richtig geil, Leute. Und so bewegt er sich auch nicht mehr viel. Das heißt, man wird hier nicht seekrank. Ist halt richtig gut, wenn man hier dann theoretisch das auch als Fernsehsessel nutzt und dann schön Fernsehen guckt, ein Filmchen guckt oder sich einfach mal chillaxt.
Diesen Sessel haben bereits diverse Familienmitglieder von mir getestet. Also klar, Schatz, sie saß hier auch schon ganz schön viel drin. Tatsächlich mehr als ich, wenn ich mich richtig erinnere. Dann meine Mom, als der Sessel auch gekommen ist und Schatz, sie den auch montiert hatte. Die fand den auch großartig, war da auch total geflasht von direkt. Und mein Schwiegerpapa in Spee, der tatsächlich sich mit seiner Frau zusammen auch schon solche Sessel gekauft hat, die, 1,5 oder so pro Stück gekostet haben. Und er sagte, dieser hier ist deutlich bequemer. Und das fand ich mal eine Aussage, ne? Ja. Aber das muss man halt einfach für sich selber entscheiden. Ich kann es halt nur empfehlen. Genau. Und ich würde sagen, vielleicht so noch 5 Minuten. Aber bevor ich hier einschlafe, schaut gerne, wenn ihr möchtet, bei FlexiSpot vorbei. Die haben auch noch viele andere solche Produkte, also auch solche Chill-Produkte, Relax-Produkte im Sortiment. Und da habe ich jetzt keinen aktuellen Code oder so. Aber die sind aktuell auch immer wieder stark reduziert. Also da meine ich auch eben irgendwas gesehen zu haben, dass da irgendwas sogar 200 Euro reduziert war. Schaut da gerne mal vorbei. Link ist in der Infobox. Ja, dieses Geräusch hört man hier morgens eigentlich immer, weil der Staubi hier ein bisschen fährt, während ich aufräume, die Küche mache, Julius durch die Gegend rennt. Ja, so ist das hier immer und das ist so ein typischer Morgen. Claudia im Bademantel und Schlafklamotten um 20 nach 11, ja, weil ich mich erst umziehe, wenn ich mich dann auch wirklich fertig gemacht habe. Und genau, dann gucke ich immer so, was hier so geht, versuche so ein paar Sachen aufzuräumen, aber ganz ehrlich, es ist ja, man läuft gegen die Zeit an, irgendwie. Mein Outfit of the Day ist ganz schön Halara-lastig, aber ich fühle es tatsächlich sehr, sehr chillig, entspannt. Man hört ein Rasenmäher. Es wird Frühling, ne? Draußen sind die Leute aktiv und ja, genau. So fühle ich mich heute wohl, kann mich ein bisschen bewegen, denn ich habe auch ein bisschen was vor und ich zitter ein bisschen. Denn nächste Woche beginnt bei mir eine Betriebsprüfung im Hause Claudis Welt und ich hatte sowas oder ich habe sowas ja schon mitgemacht, als ich halt ganz normal als Angestellte war, als Industriekauffrau, ne? Da hat man das ja mitbekommen, wie das dann so funktioniert und ich habe ja immer von Anfang an auch alles über einen Steuerberater laufen lassen, deswegen ich habe auch keinen Blödsinn gemacht oder so, aber trotzdem ist es immer was anderes, wenn es halt die eigenen Geschichten so betrifft. So wie ich gehört habe, ist es auch gerade sowieso eine Geschichte, was das Finanzamt überall in Deutschland macht. Also sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen werden aktuell geprüft, was ja eigentlich nicht schlimm ist, weil dadurch werden die uns ja ein bisschen besser kennenlernen und vielleicht auch besser einschätzen können. Und wir wissen dann auch, wie man das in Zukunft besser handhaben kann. Mal gucken. Also im Prinzip ist es schon ein Schritt in die richtige Richtung, ne? Dass dann halt auch dieser ganze Berufsstand etwas, wie soll man das sagen, bekannter wird? Nicht unbedingt, aber weiß ich nicht, etwas transparenter für andere wird, ich weiß es nicht, weil für mich zum Beispiel war das damals, als ich mit YouTube angefangen habe, 2018, alles total nebulös, dass ich mir nicht drunter vorstellen könnte, wie sich das alles, also was man überhaupt machen muss, welcher Aufwand steckt dahinter und keine Ahnung, ne, wie macht man das überhaupt, man stellt sich das vielleicht auch manchmal ein bisschen rosa vor, aber was da letztendlich hintersteckt und das Ganze sich zu hier, herzlich willkommen in meiner Welt, zu einem Unternehmen halt auch irgendwie entwickelt, hat man gar nicht so auf dem Schirm. Deswegen ist es vielleicht einfach auch ein Learning für alle, dass man dann einfach mal transparenter komplett miteinander ist und das ist ja auch gar nicht so verkehrt. Durchatmen. Alles wird gut. Alles ist ja auch gut. Und dann werde ich gleich nämlich die Ordner auch zusammenpacken und dann auch zu meinem Steuerberater bringen, weil die Dame wird dort vor Ort sitzen und sich die ganzen Unterlagen natürlich anschauen und ja. Das, was elektronisch schon vorliegt, ist ja auch schon vorhanden. Und dann hat sie nur noch mal die Belege im Original vorliegen. Das ist auch immer wichtig. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das hier bald weggesprengt werden soll. Die RWE zieht sich irgendwie aus Ibbenbüren zurück und deswegen, ja, wird's verrückt, ne? Das ist ein Wahrzeichen quasi von unserer Stadt und das soll alles weg. Ja, 48 Euro Quatsch, bist du schnell los, ne? Ich war jetzt beim Lidl und habe da ein paar Mais-Snack-Dinger für Julius geholt. Jetzt in so einer großen Tüte da, fand ich echt cool. Dann für mich relativ magenschonend 2 Tüten von diesen geriffelten Salzchips. Ich habe immer so viele Taschen hier überall rumfliegen, aber das ist halt gut, ne? Weil dann sparst du dir immer die neuen Taschen. Ja, Schatzi wollte originale Flipse. Die habe ich natürlich mitgebracht.
Dann für heute Abend habe ich ein paar Brötchen mitgebracht. Mal gucken, ob wir da Bock drauf haben. Ich denke schon. Dann habe ich mir noch solche Schokolade-Erdnüsse gekauft. Ich habe sie meine Packung, die ich im Notfall-Backup hatte, quasi gestern bekommen hat von mir. Dann, ich packe das immer so super zusammen. Halt solche, die finde ich ja großartig. Ne? Und das ist ja jetzt auch langes Wochenende und so. Dann kann man sich auch mal solche besonderen Süßigkeiten gönnen, oder? Das ist so meine Einstellung. Auch wenn ich tatsächlich nach wie vor noch so ein bisschen eher bei der Salzstangenfraktion unterwegs bin. Dann ja, ein paar Bieren, ja, so Geschichten halt, ne? Das waren halt die Bio-Dinger, die gab es nicht einzeln oder so. Dann habe ich noch Käse mitgebracht, den jungen Gouda, der ist milder. Das ist wahrscheinlich dann auch für Julius ein bisschen bekömmlicher. Ja, Slip-Einlagen mussten mit. Die sind gerade bei mir leer gegangen. Ich hatte jetzt auch welche bei DM bestellt, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis die DM-Bestellung eintrudelt. Dann habe ich hier auch noch ein paar Bananen. Schinkenwurst, Kinderwurst, Liona, was auch immer. Und dann natürlich noch ein bisschen Frischkäse. Ist immer ganz praktisch, sowohl für Julius als auch für mich, weil ich esse mir das ganz gerne mit. Da kommen wir gleich zu, Marmelade. Dann habe ich hier noch ein paar Nougat-Eier mitgenommen für Schatzi, der mag die ganz gerne. Mir ist aufgefallen, dass es irgendwie dieses Jahr keine Krokant-Eier gibt. Naja, ich habe einmal hier Sahne-Nougat-Vollmilch. Und wir wollen ja auch in dualen Geschmack kommen. Haselnuss-Vollmilch, da war ich mir nicht ganz sicher, was Schatzi jetzt lieber mag. Sammy tabert hier rum und isst sich auch was. Läuft bei ihm. Darf er? Dann noch ein Brot. Ja, das sind Pfundschnitten. Ein Roggenmischbrot. Ja, das ist für die ganze Familie. Und dann hatte ich eigentlich gedacht, dass ja, ich für morgen Mittag nichts habe und habe mir dann eiskalt einfach mal einen Sushi-Mix mitgenommen. Jetzt komme ich nach Hause. Hat Schatzi was zu essen gekocht. Das ist natürlich mega geil. Aber gut, kann ich trotzdem morgen essen und das andere dann übermorgen und überübermorgen essen oder so. Mal gucken. Ja, ich mag sehr gerne Sushi und ich finde klar, dass im Original, wenn du dann wirklich, ne, im Restaurant das ist, ist es immer schöner, aber für zu Hause ist es auch vollkommen in Ordnung, sich auch mal so eine fertige Geschichte zu holen. Dann hatte ich für heute Nachmittag noch solche Krapfen einfach mal geholt. Ich habe mir gedacht, das könnte ganz schön sein. Schatzi hat Möhren aufgeschrieben. Ich wusste nicht, wofür die braucht und habe einfach mal ein Kilo Möhren mitgebracht. Die hätten auch so welche am Bund, ne? Das wären dann weniger gewesen, aber keine Ahnung, was der junge Mann vorhat. Kakao für das Kakaomonster hier zu Hause. Dann habe ich jetzt auch mal wieder originale Nutella mitgenommen. Ja, man hört jetzt hier Sammy im Hintergrund snacken. Keine Ahnung, der hat sich wahrscheinlich gedacht, wenn Frauchen hier mit Essen um die Ecke kommt, dann kann ich hier auch endlich mal mein Frühstück aufessen um 4:30. genau. Ich hatte jetzt von Koro eine, aber ich finde, dass die sich im Mund ganz komisch anfühlt. Ich finde die nicht so bombastisch und habe jetzt einfach mal die originale mitgenommen. Ich finde die einfach am leckersten und am Mundgefühl angenehmsten. Und dann habe ich noch eine Sauerkirschmarmelade mitgenommen. Esse ich auch immer ganz gerne. Und für Mr. Bau darf natürlich auch etwas nicht fehlen. Und da gibt es ja so eine Megapackung, solche Kausticks, ne? Die kriegt er immer, wenn er bei mir am Bett abends noch ein bisschen snacken möchte. Und das war mein Einkauf bei Lidl. Ich habe mir gedacht, dass ich jetzt mal spontan live gehe und ja, genau, da mich jetzt ein bisschen fertig mache, denn ich habe ja noch ein paar Videos, die ich nachher drehen möchte. Und warum dann nicht zusammen mit der Community fertig machen? So sieht das hier aus. Ich habe hier ein paar Spiegel stehen, ich habe hier schon ein paar Produkte, die ich gleich verwende, aber nichts Wildes. Und jetzt widmen wir uns dem Chat und machen uns mal ein bisschen fertig. Ich habe meinem Sohn wahrscheinlich die großartigste Eigenschaft überhaupt vererbt, und zwar, ja, Vollmondigkeit, Fühligkeit. Ich weiß echt nicht, ob es diese Eigenschaft überhaupt gibt und ob das überhaupt realistisch ist. Was meinst du, Julius? Grinst mich an. Ja, wir hatten nämlich gerade auch ein bisschen Spaß und haben dann auch quasi den letzten Part, ja, ciao, von meinem Aufgebraucht-Video zusammengedreht. Also er saß mehr oder weniger auf meinem Schoß, aber das werde ich schön rausschneiden. Also quasi ihm, also dann wird der Bildausschnitt etwas anders sein. Für mich gibt es jetzt eine Apfeltasche. Das ist jetzt so mein Verdienst quasi. Und dann hoffe ich einfach mal, dass der Kleine einfach ein bisschen runterkommt und vielleicht müde wird, so um 10 nach 11. Das wäre ja mal ein Träumchen. Denn in der Zeit, wo ich oben war, hat Schatzi die ganze Zeit dann mit Julius rumgefuhrwerkt. Und naja,
ne? Der muss morgen ins Büro, ich nicht. Also, wenn es sein muss, mache ich mit Julius die Nacht durch. Das war eine wilde Nacht. Ja, heute habe ich einfach so ein bisschen was an. Ich hätte gerne heute ein Kleid angezogen, aber es ist zu kalt. Also habe ich mir noch einen Pulli drunter gezogen, dann eine Leggings dazu und dann läuft das. Ne? Also das ist so ein typisches, der Frühling ist noch nicht wirklich da, aber ich hätte gerne, dass er da ist. Outfit. Wann und wie konnte das eigentlich schon wieder passieren? Sammy ist meine mentale Unterstützung und wird mir jetzt hoffentlich beim Aufräumen helfen, während natürlich Staubi fleißig am Fahren ist und Julius da auch ein bisschen mitspielt. Was passiert hier? Die Spülmaschine ist sauber, muss ausgeräumt werden und ja. Wieso? Kennt ihr das, wenn ihr Dinge in eurem Kleiderschrank wiederfindet und das total fancy findet, dass ihr die habt? So ging es mir eben mit dieser Hose von Orsay. Die habe ich vor Jahren, ich glaube vor meiner Schwangerschaft mal gekauft. Oh, sitzt ganz gut, ne? Genau, dann habe ich hier ein Pulli, ist es im Prinzip von The Drop. Das kann man bei Amazon kaufen. Das ist nicht nur ein bisschen dicker, sondern ja, ich habe hier auch einen dunkelblauen BH eigentlich drunter. Aber ich mache das immer so. Gibt's auch bei Amazon, diese Sport-BH-Dinger, ne? Eigentlich ein total dünner Stoff auch, aber die ziehe ich dann drüber, damit halt der BH nicht durchscheint. Und das hier ist einfach eine Strickjacke, die ich auch schon seit Jahren habe. Die ist auch schon total verwaschen, aber Chili-Milli. Genau, und das ist jetzt mein Outfit of the Day. Ein bisschen gemütlicher, ein bisschen chilliger, denn, ja, ich habe heute vielleicht auch das ein oder andere noch vor, muss ich mal gucken. Also wir kriegen auf jeden Fall relativ viel Besuch. Da ist einiges im Gange hier, also Großeltern und. Und ja, genau, dann bin ich auf jeden Fall für alles gewappnet. Und ja, gestern war ich einfach nur noch müde und musste ins Bett. Ich hatte ja auch meine Hand umgeknickt. Mittlerweile ist sie wieder etwas rehabilitiert, also meine rechte Hand, sodass ich die auch wieder ordentlich bewegen kann. Das ist ganz gut, denn vielleicht kann ich nachher dann noch ein paar Kisten in den Keller räumen. Denn wir haben von meiner Schwägerin allerhand Kinderklamotten und Babyklamotten gekriegt, wo wir auch ein bisschen durchgeguckt hatten am Wochenende. Ne? Und ein Teil bleibt, also bleibt jetzt auch im Kleiderschrank von Julius. Und ein Teil ist noch zu groß, das kommt dann in den Keller und wird dann hochgeholt, sobald Julius reinpasst. Das muss ja nicht so lange hier oben rum. Dümpeln. Und genau, dafür hatte ich ja von Action diese Ordnungsboxen mal geholt. Ja, und dann kommt das nachher in den Keller, aber das konnte ich bislang nicht wirklich heben, weil meine Hand einfach nicht wollte. Die ist am vorgestern, also von vorgestern auf gestern Nacht umgeknickt. Hatte ich, glaube ich, auch erzählt, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, ansonsten bin ich jetzt fleißig dabei, meine super trockene untere und obere Augenpartie wieder in den Griff zu kriegen. Da hatte ich einfach eine falsche Augencreme verwendet. Seht ihr dann demnächst im Aufgebraucht-Video. Genau, die hat einfach alles super krass ausgetrocknet. Und seitdem ich die abgesetzt habe, ist jetzt alles ein bisschen besser. Da habe ich von Dalton auch Nachschub bekommen. Da müsste ich jetzt auch noch aktuell den Code Beauty Claudi haben für 20% Rabatt auf alles, auch auf die Sets. Schaut gerne vorbei, wenn ihr möchtet. Genau, ja, also da hat mir Janine auf jeden Fall super gute Produktempfehlungen gegeben. So, jetzt wird erstmal ein bisschen noch angepackt, ein bisschen an Laptop gegangen. Jule schläft, es ist jetzt Mittagszeit. Und dann mache ich weiter.
entspanntes Karfreitags-Outfit. Wir sind gleich eingeladen bei meiner Mama und ihrem Mann. Und gleich kommt Julius hier um die Ecke, deswegen, ne? Das hier kommt von Lee, das habe ich über diese Lokiero-Geschichte gekriegt, also gekauft. Dann hier von Halara, dieses wunderschöne, ich liebe es einfach, super bequeme Sweaterteil. Und die Hose, die ich gestern schon anhatte, heute mal mit Gürtel, weil sie gestern den ganzen Tag gerutscht war, läuft. Und ja, da ziehe ich mir gleich natürlich noch etwas andere Schuhe an. Leute, ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Ich habe so viel Zuschauerpost bekommen. Das muss ich demnächst mal auspacken mit euch. Mal gucken, ob ich das hier in dem Video mache oder ob ich da ein separates Video zu mache. Dann habe ich hier noch ein paar Boxen. Hiervon müsste wahrscheinlich einiges in den Kühlschrank, aber es ist hier ja nicht unbedingt warm. Also lasse ich die Box dort erstmal stehen und hoffe, dass da nichts von schlecht wird. Vielleicht morgen auspacken. Müssen wir mal gucken. Genau, dann habe ich hier so ein Haul. Da sind Sachen von DM und von Rossmann eingetroffen. Und hier ist mein Bademantel-Moment. Ich habe jetzt hier mein mein Körbchen mit hochgenommen, weil ich habe eben in der Dusche dieses unfassbar gute Duschschaumprodukt leer gemacht und später beim Eincremen auch diese Fußcreme von CeraVe. Und da werde ich mir jetzt hier in meinem Backup-Schrank ein bisschen Nachschub mit runternehmen. Und genau, hier ist auch noch eine Ampulle drin, die kommt auch noch dort vorne in die sehr aufgeräumte Aufgebrauchtkiste. Heute ist Drehtag, deswegen entspannt untenrum, extrem entspannt untenrum und oben vielleicht etwas farbenfroher, schicker, man weiß es nicht. Aber nicht zu farbenfroh, beziehungsweise nicht zu schwarz-weiß, weil die Kamera das oben nicht gut hinkriegt. Naja, aber ein süßes Outfit würde ich sagen und damit werde ich gleich ganz fleißig sein, hoffe ich mal. Jetzt startet hier die Arbeit. Hier habe ich meinen Plan auf einem Klebezettel. Wow. Und fange jetzt auch schon so langsam an, die Sachen hier hinzustellen, die verschiedenen Videos vorzubereiten. Ich muss mal gucken, ob ich den Badschrank heute noch hinkriege, aber ansonsten sollte ich alles heute schaffen. Jetzt gerade steht vor mir die Limited Edition Sister Love, Catrice und Essence. Draußen zieht es sich enorm zu. Schatzi sagte eben, das hat was mit irgendwelchen Sahara-Winden oder so zu tun. Abgefahren. Und ja, jetzt mache ich mir hier ein bisschen Licht. Werde hier gleich mein Spänkchen rausnehmen, aber ganz ehrlich, die Haare stehen trotzdem ab, egal. Und dann die Sachen für Penning Sisters auch schon mal zur Seite stellen. Und dann kann hier die Party abgehen. Ja, 3 Uhr. Ich kann endlich anfangen zu arbeiten. Schatzi ist mit Julius jetzt unterwegs. Und ja, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich einen Run habe und alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Schminki ist schon mal im Kasten, ne? Ich sehe ziemlich abgefahren aus. Und ja, jetzt gucke ich einfach mal so ein bisschen über meinen Tisch, dass ich einfach schaue, welche Produkte haben sich gelohnt, welche eher weniger. Dass ich dann auch recht schnell zusehe, dass ich das, was ich halt auch gar nicht gut finde oder jetzt nicht überragend finde, aussortiere. Und das, wo ich sage, Mensch, das hätte noch eine zweite Chance verdient, dann auch noch zur Seite stelle für mein zweite Chance-Gedönsen. Genau, also ja, dann gehe ich einfach von vorne nach hinten durch und sortiere das alles so ein bisschen durch. So ein paar Produkte, wie zum Beispiel hier von Dalton, die BB-Cream hier geblieben und den Nähconcealer, den habe ich jetzt ja quasi nicht, also aus dieser Geschichte. Das kommt dann sowieso zurück zur Sammlung, da weiß ich, dass ich das gut finde. Dann habe ich hier mein Schreibi, wo ich meinen Blog, wo ich die Produkte dann aufschreibe und ja, dann gehe ich da einfach durch. Da gebe ich noch eine zweite Chance. Das hier ist tatsächlich eher so ein Monolidschatten. Das würde ich einfach nicht als Highlighter verwenden. Und die Mascara ist unsichtbar. Die habe ich gar nicht verwendet. Die hatte ich in Blau nochmal gekauft. Die werde ich dann wahrscheinlich verlosen. Den Bronzer finde ich fleckig. Den finde ich, beziehungsweise ich sehe ihn jetzt ja auch fast gar nicht mehr. Naja, finde ich von der Textur auch leider nicht so gut. Die Eyeshadow Topper, da habe ich den Grün von verwendet, den Lila dann nicht. Das kommt dann in der Verlosung.
Der trägt er den Lidschatten ab. Und ich würde auch so einen Topper nur über Lidschatten verwenden. Schaut euch mein Video an, da habe ich auch nochmal intensiver über die Produkte gesprochen. Und so läuft es dann nach dem Schminki, dass ich erstmal alles durchsortiere, alles dann in die Sammlung einsortiere oder eben in die Aussortiertkiste. Und ja, dann wird das nächste Video hier vorbereitet. Dann wird hier nach einem Schminki auf jeden Fall nochmal über den Tisch gewischt, weil es ist alles etwas pudrig hier unterwegs. So, ich war fleißig und habe diese Joker-Collection abgedreht, Joker und Harley Quinn. Die Goodiebox habe ich abgedreht. Ich habe mein Video zu Frühlingspflege abgedreht, das Brand News Eye, aber auch die Brand News Codebox und mein Panic Sisters Update. Und in der Codebox war ein Inlay drin, was so aus Alufolie-Gedönsen besteht. Und das habe ich jetzt hier auf meinen Tisch gelegt und ich finde, das ist richtig krass reflektiert. Das sieht zwar echt blöd hier auf dem Tisch aus und vielleicht mache ich das dann in Zukunft noch irgendwie anders, dass ich wirklich eine Rolle Alufolie hier drauf packe oder so, aber das habe ich jetzt ja da, ne? Was soll ich das wegschmeißen? Das finde ich eigentlich total praktisch. Und ich finde, dass es einfach mehr Licht so von unten auch ins Gesicht gibt. Was meint ihr? Ja gut, das kann man jetzt von der Kamera so schlecht sehen, aber das werde ich dann demnächst mal in einem Video auch erwähnen, wenn ich dann auch was abdrehe. Genau, jetzt habe ich hier so ein bisschen die Foodprodukte aus den Foodboxen in meine Tasche geräumt. Die nehme ich dann gleich mit runter. Da waren auch gekühlte Sachen drin. Ich hoffe, dass die noch gut sind. Und dann habe ich tatsächlich noch die Fressnapfbox. Die werde ich aber mit Sammy wahrscheinlich die Tage mal zusammen auspacken, weil das auch von euch mal gewünscht worden ist. Der ist aber schon unten und schläft. Es ist 8 Uhr oder nach 8 Uhr. Es ist 9 Uhr. Spätestens 20 Uhr. 26, genau. Und ich habe aber heute meine Lokiero-Box bekommen. Da kann ich euch mal den kleinen Try-On zeigen. Das ist ja eine Box, die habe ich selber im Abo. Das hatte ich bei Nina gesehen, das habe ich bei Nicole gesehen. Und das fand ich interessant. Habe mir gedacht, komm, das probierst du auch mal aus. Da lasse ich mir alle 3 Monate Sachen zuschicken. Ja, kann mir dann die Sachen selber aussuchen und die dann auch behalten oder eben nicht und muss es natürlich auch bezahlen. Das ist ja meine Abo-Box dann. Man zahlt etwas dafür, wenn man jetzt nichts behalten würde. Aber wenn du was behältst, dann wird es abgezogen. Und wenn du alles behältst, bekommst du auch nochmal Rabatt drauf. Und letztes Mal habe ich auch alles behalten, weil ich das echt schön fand. Man hat über die Zeit dann auch immer die Möglichkeit, in der App dann immer zu gucken, was man mag, was man nicht mag. Ist wie so ein Klamotten-Tinder quasi. Und dann am Ende kannst du auch, bevor die Box zu dir geschickt wird, auswählen, welche Produkte dir zugeschickt werden sollen und welche halt nicht. Ne? Das finde ich auch ganz cool. Ich glaube, 5 Kleidungsstücke konnte ich aussuchen und da konnte man schon mal wirklich eine Vorauswahl treffen, weil man braucht jetzt vielleicht nicht die 5. Jeans oder das 10. schwarze Oberteil oder so. Und das fand ich ganz nice. Ich wollte jetzt dieses Mal auch ein bisschen Richtung Frühling gehen, ein bisschen farbenfroh was gestaltet haben und kann euch dann gleich mal eben meine Outfits zeigen. Ich bin echt aufgeregt, ne? Auch wie das dann so sitzt, weil letztes Mal saßen die Sachen echt gut und ich trage die auch viel. Ich glaube, gestern habe ich ja noch dieses Lee-Oberteil getragen, ne? Fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, machen wir mal einen kleinen Try-On hier zwischendurch, hm? Das Oberteil finde ich schon ziemlich abgefahren. Irgendwie finde ich das schön. Ich weiß nicht. Einerseits liebe ich es, andererseits hasse ich es. Ich weiß auch nicht warum. Die Arme sind nicht ganz hundertprozentig optimal. Ich habe hier auch ein paar lose Fäden, was ich nicht so nice finde. Man kann es halt in so eine Hose reinstecken oder halt drüber machen. Also quasi so. Ich finde schon, irgendwie hat das was. Gerade wenn ich jetzt auch noch so rote Lippen dazu trage. Mag ich das eigentlich leiden? Eigentlich mag ich das. Ich finde auch den Ausschnitt irgendwie schön. Das ist irgendwie schon was anderes. Und das ist ja auch das, was ich gerne mit dieser Box für mich persönlich haben wollte. Nämlich einfach mal was anderes ausprobieren. Ne? Dann, ja, die Hose. Die sitzt super, aber das, was mich persönlich stört, ist, dass sie in der Größe XL ist. Und das finde ich irgendwie total frech, denn ich bin 1,73 Meter groß. Ich wiege 73 Kilo, vielleicht auch 75 aktuell, man weiß es nicht. Aber in Jeanshosen dann die Größe XL zu haben, finde ich irgendwie, das weiß ich nicht, ne? Das ist so eine Herzensgeschichte, das ist irgendwie doof. Jetzt seht ihr auch, wie wunderschön dieser Hintergrund der neue aussieht. Also das sitzt auch gut, ne? Und die fühlt sich auch wirklich gut an. An und für sich ist die gut, ne? Das ist halt eine Jeans. Vero Moda ist ja auch eine gute Marke. Und ja, an den Füßen, Fußcontent Hallo, ist die halt so abgeschnitten. Das scheint stylisch zu sein, keine Ahnung. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin.
Mich stört halt einfach die Größe XL. Das ist einfach so eine Sache, ne? Genau, ja, es ist ein ganz toller Winkel, aber ich habe mir gedacht, so ist es irgendwie ganz gut ausgeleuchtet. Hier habe ich jetzt eine Jacke, da bin ich sehr gespannt drauf. Die fand ich halt in dieser Vorstellungsgeschichte schon mega. Und weil ich liebe die Farbe. Die ist richtig geil. Und ich, ja, die kommt auch richtig gut zusammen hier mit dem Oberteil, ne? Abgefahren, abgefahren. Das ist so eine Flauschi, wie soll man das sagen, Kunstleder, weiß ich nicht. Die ist halt so grün, Petrol, wie auch immer. Kriege ich die zu? Oh, die ist geil. Die ist richtig abgefahren geil. Die mag ich sehr, sehr gerne leiden. Doch, doch, ne? Das ist schon was. Das ist schon was. Warum auch immer hier unten so winzige Taschen sind, die einfach nicht vorhanden sind. Das sind einfach Reißverschlüsse. Aber die Jacke ist der Hammer. Die ist richtig geil. Die finde ich schön. Doch. Da fühle ich mich wohl mit. Und wie gesagt, das hier kann ich dann ja in die Hose reinstecken und dann wird es ja so auflegen. Das sieht auch super aus. Ich glaube, die ziehe ich morgen sogar direkt mal an. Aber ich glaube, offen sieht die eh lässiger aus, ne? So, und dann habe ich noch zwei Oberteile. Achso, hier habe ich so Knöpfe an den Armen. Das heißt, du kannst es auch nicht mal eben so schnell ausziehen. Das ist echt eine Hassliebe mit diesem Oberteil. Ich weiß ja nicht. Achso, das ist übrigens das, wovon ich hier die letzten Tage immer wieder gesprochen habe. Von Amazon. Einfach so ein cropped Sporttop. Ich hab, ne? Keine Ahnung. Größe XL in der Jeans. Das nimmt mich schon mit. Ja, das hier ist einfach so ein ganz normales grünes Oberteil. Street One. Das kostet normalerweise Geld. Ist auch Größe 38, 39, 99. Ich mag halt dieses Grün. Das hatte ich ja letztes Mal bei dem Blazer auch. Und fand das mega. Also das ist halt so richtig Frühling. Weil ich auch gerne meine Augen in der Farbe so schminke, ne? Doch, das ist bequem. Das ist so halb warm, aber auch ein bisschen frischer. Doch, das ist großartig. Die Farbe steht mir mega gut. Liebe ich. Da kannst du eine lange Kette zu anziehen oder halt so eine kurze. Da kannst du klimbim oder wenig klimbim. Ne, das finde ich wirklich schön. Und das hat auch eine gute Länge. Kann man in die Hose reinstecken, wenn man möchte oder eben nicht. Und das ist halt so auch von der Stoffdicke her eigentlich perfekt für den Frühling. Und sollte ich irgendwann nochmal schwanger werden, passt ja auch noch ein bisschen Bauchi rein, ne? Ganz entspannt. Ist so Dreiviertelärmel, was ich auch angenehm finde. Jojo. Und zu guter Letzt habe ich mir so ein Chili-Milli geholt. Das ist von Pieces. Und Größe M, auch hier 39,99. Und das finde ich halt auch bei diesen Lokiro-Sachen so gut. Es ist nicht so wie bei zum Beispiel Outfittery oder so, wo du dann total teure Sachen drin hast, wo du dir denkst, nee, das will ich einfach nicht ausgeben. Das sind halt Sachen für mein, ne, Denken her, vom Preis her vollkommen in Ordnung. Und es sind trotzdem gute Marken. Schwierig, wenn man geschminkt ist, ne? Und da steht halt Träume drauf. Refs. Ja, das ist auch Chili. Chili, aber cool. Ja, nee, eine Bauchtasche hätte ich hier, glaube ich, auch nicht unbedingt gebraucht. Das passt zu Jeans. Kannst du dir auch so überziehen, wenn du ein Kleid anhast oder so. Und das ist halt irgendwie trotzdem bunt. Das mag ich. Ne? Ja, und jetzt ist halt die Frage, wenn ich jetzt alles behalten würde, würde ich jetzt ohne Rabatt 224,95 bezahlen, habe aber noch ein bisschen Rabatt, würde auch noch diesen 25-prozentigen Rabatt bekommen, wenn ich alles behalte. Und dann habe ich auch noch so ein Freunde-Werben-Freunde-Gedönsen gehabt. Das heißt, eine Person von euch hat sich auch gedacht, Mensch, richtig cool. Oder, keine Ahnung, jemand aus der Familie oder so, da hatte ich das ja auch rumgeschickt. Da habe ich auch noch ein kleines Guthaben, sodass ich für alle Teile 141,21 bezahlen würde. Und das finde ich persönlich jetzt wirklich auch vollkommen in Ordnung für die 1, 2, 3, 4, 5 Teile. Und habe hier auch noch so ein kleines Lookbook mit dabei, was ich auch ganz hübsch finde. Ne? Also, dass dann da auch nochmal gezeigt wurde, wie man was vielleicht kombinieren kann. Noch geiler wäre natürlich gewesen, vielleicht so als kleiner Tipp am Rande für Lokiro, falls sie zugucken, wenn die hier auch noch die Sachen mit reinpacken würden, die man von den vorigen Malen behalten hätte. Ne, dass man da auch irgendwie so diese Kombimöglichkeiten noch irgendwie mitbekommt. Aber na, so hat man dann auf jeden Fall die Möglichkeit, das Ganze zu kombinieren, wie man halt möchte. Aber nee, für mich ist es auf jeden Fall fein. Es sind schon gute Sachen und die Hassliebe mit der Bluse wird, glaube ich, positiv enden.
jetzt ungefähr 2 Uhr nachts. Also wer sich fragt, wann ich so meine Wäsche mache, Haushalt oder sonst irgendwas. Ne? Nachts. Genau. Ja. Simi und ich werden jetzt hier vielleicht noch ein bisschen schmusen und ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Und ja, ihr habt es gesehen, hier steht alles voller Wäsche. Das habe ich heute halt auch so zwischendurch dann immer wieder gemacht, dass ich dann Maschinen angestellt habe und so. Denn mittlerweile dauert das ja ganz schön lange, bis so ein Trockner oder eine Waschmaschine durchläuft. Naja, Energie sparen, wo man kann. Und ein fertiger Trockner müsste unten auch noch sein, aber das mache ich morgen früh, dass ich den hochhole, also den Inhalt, ne, und dann stelle ich auch die nächste Maschine an und so. Aber morgen ist ja auch nochmal Tag, dass wir dann auch unterwegs sind. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen Geschmust, ein bisschen Liebe. Und ja, dann gucken wir mal, ne? Der kleine Mann, der freut sich auch immer. Oh, Kamprächen und Schmust. Sonntags Oster Outfit of the Day. Ja, das hatte ich ja letztes Mal von Lokiro bekommen, also nicht bekommen, gekauft. Dann habe ich hier drunter so ein halblanges Vieh, habe ich bei Amazon, Julius wird gerade gewickelt, dazu eine lässige Cargohose von Halara und klassische Chucks, Handy am Start. Täschchen am Start, da habe ich was für meine Schwägerin reingepackt, die hatte einen kleinen Wunsch geäußert und dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal Ostereier suchen. Ja! Alles egal, Jörg hat schon das schönste Ei. Ja! Upsala! Hey! Ich glaube, die hat was entdeckt! Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. So langsam zieht das Gewitter weg, aber ist doch recht ungemütlich jetzt geworden. Da hinten hört man es noch brummeln. Aber eben ging hier richtig die Party ab, also. Und weil das so ungemütlich ist, habe ich einfach meinen Blazer ausgezogen und mir meinen Bademantel schon mal angezogen. Ich werde gleich auch noch dann duschen gehen. Es ist jetzt 8:45. Ich habe jetzt eben noch ein bisschen was am Laptop gemacht, nachdem ich wieder zu Hause war mit Julius. Und dann wird so langsam das Wochenende ausklingen, der Sonntag ausklingen und so viel wird dann gar nicht mehr passieren. Ne? Das war jetzt eine kurze, knackige Woche im Prinzip, wo gar nicht so allzu viel passiert ist, aber irgendwie doch. Das ist halt so eine ganz normale Woche aus meinem Leben, wo ein bisschen Ostern mit dabei war. Ne? Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Ich hoffe, ihr habt die kurzen, kleinen Einblicke genossen und mich gerne begleitet. Und ja, wenn dem so ist, wie ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.